Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier auf unserem Kanal, hier heute, ja, wie gewohnt zu unserer Backtesting-Session mit unserem Haptic Trading-System hier am Ende der Woche. Also für alle, die an der Stelle neu sind, ich sage es jede Woche immer wieder, wir machen das hier jede Woche, also immer am Ende der Woche, sage ich mal, schauen wir uns sozusagen die vergangene Woche einmal mit unserem Trading-System an und schauen uns wirklich jeden Trade, also transparent, ehrlich, jeden Trade an, den man mit dem System hätte machen können und dokumentieren den, weil nur so bekommt man halt wirklich, ich sag mal, verwertbare Daten über sein System, auf die man sich verlassen kann, weil die meisten halt leider da, ich sag mal, etwas schlampig vorgehen oder halt nicht genau vorgehen. Selbst mir passieren Fehler beim Backtesten, vollkommen normal, 100% fehlerfrei wird man es, glaube ich, auch nie hinbekommen, aber es ist schon sehr wichtig, dass man daran geht und halt sich wirklich jeden Trade anschaut, der mit seinem Trading-System möglich gewesen wäre und nicht nur die Trade, die logischerweise gut gelaufen sind, und vor allem das Ganze halt auch richtig und ehrlich dokumentiert. Wir machen das ja hier in unserem Backtesting-Sheet, das könnt ihr, by the way, auch in unserer Telegram-Gruppe runterladen, wenn ihr zum Beispiel selber Systeme backtesten wollt oder so. Irgendwelche Daten sammeln wollt. Wir machen das jetzt hier seit Anfang letzten Jahres, also jetzt seit über einem Jahr, und stehen jetzt hier gesamt, ja, wenn wir mal ganz runter gehen, bei einem Gesamtprofit, wie gesagt, die Spalten hier oben sind ja alle selbsterklärend, Date Open Richtung der Date Exit, also wann sozusagen der Trade geschlossen wurde, wann eröffnet wurde, ob es ein Win oder ein Loss war, was das mögliche CRV war, wenn es ein Loss war, wie hoch, wenn es ein Win war, wie hoch, und dann der Rest hier wird, ist einfach sozusagen das Ergebnis, was automatisch ausgerechnet wird, Haltedauer, die Risk Units, der Kontostand, sozusagen aus gehen von unserem Startkontostand, den man hier oben definieren kann. Das kann man sozusagen auch verändern. Wir könnten jetzt hier auch, keine Ahnung, 100.000 Euro einschreiben, wenn man 100.000 founded ist oder halt Dollar. Und dann hier der Kontostand mit dem exponentiellen Wachstum, der Tagesgewinn und dann halt immer so ein schwarzer Trenner ist sozusagen eine Woche. Und wenn wir jetzt hier einfach mal ganz runter gehen, hier bei dem roten Strich war jetzt sozusagen Beginn 24. Wir sind ja jetzt sozusagen hier in der dritten Kalenderwoche. Zack. So, und stehen jetzt hier aktuell bei einem Gewinn von 898%, was auf jeden Fall sehr stark ist. Und hätten wir Anfang letzten Jahres mit einem 100.000-Konto gestartet, würden wir jetzt aktuell, ja, bei 998.000, also ja, bei fast einer Million. Jetzt mit dem exponentiellen Wachstum. Natürlich, die meisten sind founded und nutzen halt dieses exponentielle Wachstum nicht, weil sie sich halt alle ein oder zwei Wochen ausbezahlen lassen. Ist ja bei mir im Prinzip genauso. Aber es ist halt trotzdem interessant zu wissen, wenn man beispielsweise mit Eigenkapital nebenher handelt und sich da einfach mal den Effekt, sag ich mal, bewusst machen möchte, was eigentlich mit diesem exponentiellen Wachstum alles möglich ist. Selbst jetzt mit einem 10.000-Konto Anfang letzten Jahres würden wir jetzt ja aktuell bei fast 100.000 Euro stehen. So, dann wollen wir jetzt ja mal nicht groß weiter rumlabern, sondern jetzt ins Backtesting gehen. Ich bin jetzt hier schon zum Montag vorgesprungen zu Beginn unserer Trading-Session, also sozusagen kurz vor 8 Uhr. Und auf unserem Tradingplan ist ja alles ganz genau fest definiert, wie wir jetzt hier als erstes vorgehen. Den Tradingplan könnt ihr euch, by the way, auch zum System in unserer Telegram-Gruppe runterladen. Wir fangen ja immer erstmal an mit Step 1 früh und auch über den Tag hinweg natürlich immer alle Liquiditätspunkte zu markieren. Was ist ein Liquiditätspunkt? Ganz einfach alle fraktalen Punkte, die wir hier auf H1 haben, also sozusagen die Liquiditätspunkte markieren wir auf H1 und dann nehmen wir alle fraktalen Punkte, die wir hier finden bzw. hier von unserem Indikator angezeigt bekommen. Wir nutzen dafür einfach den Fractals Indikator, und um die Sessions hier einzuzeichnen, die auch wichtig für uns sind, nehmen wir das Daily Profile. Genau, auch nochmal vielleicht zu dem Punkt, was ist ein fraktaler Punkt? Ihr braucht den Indikator nicht zwingend, um diese fraktalen Punkte zu bestimmen. Fraktaler Punkt ist nichts anderes als wenn wir zum Beispiel ein High haben, ein Hoch, wo sozusagen links und rechts die Kerzen oder die Höchstkurse der Kerzen niedriger sind als sozusagen das in der Mitte. Und dann haben wir hier so einen fraktalen Punkt, wie auch genau hier, wo links und rechts die Höchstkurse der Kerzen niedriger, und damit haben wir hier ein High. Wenn wir jetzt beispielsweise die Kerze nehmen, ist zwar von der linken Kerze der Höchstkurs hier niedriger als das jetzt der mittleren, aber rechts daneben die Kerze, der Höchstkurs ist höher als der, damit ist das jetzt hier kein fraktaler Punkt. So viel auch nochmal dazu. So, dann haben wir hier noch fraktale Punkte, die wir uns jetzt hier alles reinhauen. Und wir müssen jetzt natürlich nicht hier alle machen, dann haben wir den ganzen Chart zu, aber erstmal so die umliegenden, die wichtigsten und vor allem die der Asia-Session, und starten dann jetzt hier mal rein. Haben jetzt hier auch schon unseren ersten
Sweep über das High der Asset Session. Müssen bedenken, dass unsere Trading Session ja eigentlich erst ab 9 Uhr losgeht und jetzt ja ab 8 Uhr sind. Aber bisher haben wir, so wie ich es jetzt sehe, auch nur einen einzigen Sweep und bräuchten jetzt ja sowieso noch einen zweiten. Ach komm, das hat er jetzt nicht gemacht. Das wäre natürlich, hätte er hier oben noch einen zweiten Sweep gemacht. Das hat er jetzt auch schon die letzten zwei Wochen gemacht. Immer so richtig schöne Trades, wo uns aber entweder keinen zweiten Sweep gegeben hat oder uns gar keinen Fraktalpunkt zum Einstieg geben. Und das wäre natürlich jetzt hier ja 3% gewesen, das direkt zum Montag. Aber gut, ja, es war eh, also selbst wenn es ein zweiter Sweep gewesen wäre, nicht valide, weil es außerhalb unserer Tradingzeit war, 8.20 Uhr. Wir fangen erst an ab 9 Uhr. Wir scannen den Markt zwar schon vorher, aber wir fangen erst an ab 9 Uhr zu handeln. Aber ja, schade. Aber trotzdem können halt leider nicht jeden Trade catchen. So, das heißt, wir sweepen jetzt hier nach unten und schauen jetzt hier natürlich nach Long Trades. Wir haben jetzt hier aber noch keinen zweiten Sweep, wir haben erst den ersten, warten jetzt hier natürlich noch auf den zweiten. Jetzt haben wir den zweiten. Der muss ja nicht immer unter dem untersten sein, sondern kann auch unter dem fraktalen Punkt sein, der im Nachhinein auf M5 gebildet wird. Und natürlich auch immer mal H1 im Blick behalten, da, ob sich hier neue fraktale Punkte bilden. Wir, hier oben haben wir jetzt zum Beispiel einen neuen fraktalen Punkt gebildet, hier gerade um 8 Uhr, als wir da nach unten gerusht sind und gerade diesen schönen Trade nicht bekommen haben. Genau, so, das heißt, jetzt haben wir hier den fraktalen Punkt, wir scannen, wir nehmen natürlich immer den bestmöglichsten fraktalen Punkt, der uns den schnellsten Einstieg geben würde. Den haben wir jetzt hier auch gebrochen und damit hätten wir jetzt hier, ja, diesen Entry. So, würden wir hier reingehen, Long sozusagen hier um 11.55 Uhr, Stop, wie es im Tradingplan steht, ins Low und den Take Profit hier ins High. So, und dann schauen wir mal. Ja, okay, es sieht eher so aus, als ob er uns jetzt hier raussweept. Ja, wenn er jetzt hier schon unten so Liquidität aufbaut, hier Liquidität aufbaut. Obwohl das hier eigentlich schön aussah, schön Liquidität auch nach oben hin aufgebaut. Aber da er auch so kurz vor diesem Liquiditätspunkt gedreht ist, ist halt manchmal einfach so. Wir können halt nicht ein System zu bauen, wo man halt diese Liquiditätsentladungen, die wir hier halt traden, wirklich immer zu 100% identifizieren kann und immer zu 100% richtig liegt, ist halt einfach nicht möglich. So, jetzt hätten wir hier, ich glaube, wir hätten auch schon, ja, hier gerade einen Loss kassiert nochmal. Wenn wir es hier, genau, müssen wir natürlich ehrlich sein, wir wollen hier 100%ige Transparenz und jeden Trade haben, der möglich gewesen wäre, um, wie gesagt, eine genaue Statistik über unser System zu bekommen, um genau zu wissen, was wir von unserem System erwarten können, wissen, was wir für eine Trefferquote haben, was wir für Drawdowns erwarten können, damit wir halt im Live-Trading dann einfach wissen, was ist normal für unser System und was nicht, weil das wissen halt die meisten einfach leider nicht. Und darum haben sie halt ständig Mindset-Probleme beim Traden, haben ständig Angst beim Traden, können ihr Trading-System nicht richtig umsetzen, weil sie halt einfach nicht wissen, was sie von ihrem System erwarten können. So, damit jetzt hier der dritte Trade am Montag. Ja, aber so wie es aussieht, gönnt er hier nicht. Oder? Es ist jetzt hier auch eh schon Asia Session. Okay, jetzt hier mit Beginn der Asia Session ist er sozusagen in den Loss gelaufen. Mit drei Losses hat er uns ja noch ein bisschen verschont. Also da gab es ja schon weitaus schlimmere Tage. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder auf Stundenbasis und springen hier erstmal zum nächsten Tag, weil Asia Session traden wir natürlich nicht mehr. Bis 20 Uhr traden wir und springen jetzt hier sozusagen kurz vor 8 Uhr. Um jetzt hier erstmal wieder sozusagen die Asia Session zu tracken. Wir haben jetzt hier das Low. Das zeige ich uns natürlich jetzt hier zu Tagesbeginn, wie jeden Tag immer erstmal alle Liquiditätspunkte ein. Haben jetzt hier den mitten in der Asia Session und natürlich hier das High der Asia Session. So, gehen dann jetzt hier auf M5, haben jetzt hier erstmal so die mehr oder weniger wichtigsten. Ich sehe auch gerade, das müsste noch ein Stück tiefer. So, ist auf jeden Fall richtig. Sweepen jetzt hier nach unten, haben aber noch keinen zweiten Sweep. Wir brauchen erst den zweiten Sweep. Jetzt haben wir den zweiten Sweep. Und gucken mal, ob es jetzt hier schon 9 Uhr ist. Ja, okay. Das heißt, sobald wir jetzt hier einen fraktalen Punkt nach oben brechen, was wir jetzt hier auch gemacht haben, hätten wir einen Trade, den hier, um genau zu sein. Bis zum nächsten Liquiditätspunkt, ja gut, ja, bis zu ihm würde es passen, aber da wir jetzt halt hier schon gerade wieder so extrem short rushen, wir hatten hier einen Push,
erholt jetzt hier im Push und haben auch hier das Low gebrochen, was hier zu dem High geführt hat. Wäre ich jetzt hier tatsächlich vorsichtig mit Liquiditätspunkten überspringen, weil wir schon wieder so einer sehr, wie sage ich es einfach, pushigen, es klingt komisch, aber pushigen Phase sind. Genau, das heißt, wir nehmen jetzt hier, wie wir das halt immer machen, wenn das CAV nicht passt, die 50%, die Hälfte. Die wäre sozusagen hier. Gucken mal, ob er uns jetzt hier noch abholt und ob er es überhaupt gönnt. Wir müssen auch, by the way, wir wollen ja hier Ordnung halten, das hier noch ein Stück nach drüben schieben. Ja, also es sieht ja schon mal nicht schlecht aus, aber das heißt noch nichts, weil wir haben ja auch leider, was heißt leider, wir haben halt kein Management im System, so wir gehen den Trade ein. Dann ist es halt ein ganz einfaches Set-and-Forget-System. So, wenn der Trade einmal läuft, müssen wir halt nichts mehr machen. Oder wie sage ich das? Wir wollen dann halt auch nichts mehr machen, weil wir einfach aktuell noch keine Management-Methoden haben, die das Ergebnis wirklich verbessern würden. So, warum sollen wir uns dann diese zusätzliche Arbeit machen? So, ich sehe auch gerade, dass wir tatsächlich hier einen Liquiditätspunkt übersehen haben. Das wird jetzt natürlich gerade den Trade hier nochmal ein bisschen verändern. Wir haben einmal den. Und wir haben dann jetzt hier auch noch den Liquiditätspunkt, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, weil der Liquiditätspunkt hier wir natürlich halt, das wäre natürlich hier zu der Zeit noch gar kein Liquiditätspunkt gewesen, oder? Wenn wir einfach nochmal ganz kurz zurückspringen, ich erkläre es euch gleich, wie ich das genau meine. Genau, weil wir haben hier das Signal bekommen und hier hat sich der Liquiditätspunkt gebildet. So, also eigentlich, wenn wir es jetzt so sehen, müssten wir den Trade natürlich bis hierhin nehmen, weil das CAV wird auch passen, wenn wir jetzt hier nur die Hälfte nehmen. Aber, doch, der Liquiditätspunkt hat sich hier tatsächlich schon gebildet gehabt. Beziehungsweise jetzt hier und jetzt, ja, jetzt um 10 Uhr, jetzt hätte er sich sozusagen hier gebildet. Und, genau, hätten ja dann jetzt hier die Limit im Prinzip platziert. So, und schauen wir mal, ob jetzt hier. Ja, okay. So, und ich glaube, er hatte den Liquidität. Nein, hat er den nicht geholt. Er hat jetzt nur den hier geholt, weil den hatten wir jetzt hier. Wenn wir jetzt nochmal auf H1 schauen, wurden wir hier eingeladen oder haben wir unser Signal bekommen, sind dann hier nach oben, nach unten und haben dann jetzt hier nochmal einen Liquiditätspunkt gebildet. So, aber im Nachhinein verändern wir unseren Trade natürlich nicht mehr. Solange wir noch nicht drin sind oder wenn wir dann drin sind, wird er nicht mehr verändert. So. Wenn die Limit natürlich liegt, oder wir die Limit gerade legen, ist das ja was anderes. Das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall den Take Profit bekommen von diesem Trade und halten jetzt hier aber natürlich gleich direkt Ausschau wieder nach einem Short Trade, weil wir haben jetzt einmal den Liquiditätspunkt gesweept und jetzt einmal noch den hier oben und haben auch schon den zweiten Sweep. Das heißt, sobald wir jetzt hier einen fraktalen Punkt brechen, was wir jetzt hier auch gerade haben, dann hätten wir jetzt hier auf jeden Fall ein Short Trade. So, und dann jetzt hier bis zum nächsten Liquiditätspunkt, der jetzt roundabout wahrscheinlich unten liegen wird. Halt, aber ja, 1,8 ist CAV, würde dann auf jeden Fall stimmen. Aber so wie es aussieht, gönnt er den nicht. Oder, wir schauen nochmal nach. Ah, okay, hier wäre noch ein Liquiditätspunkt gewesen. Den er zwar auch nicht geholt hat, aber schauen wir das mal an, weil das würde natürlich dann die eventuell die Take-Profit-Setzung hier verändern. Aber ich denke ja nicht, weil wir halt wie gesagt short sind und hier jetzt natürlich davon ausgehen, dass jetzt hier eventuell genau wie hier eine weitere Push-Phase kommt. Wir sind zwar schon im neuen Low und haben das Fischen, das hier mehr oder weniger nur, wie wir sehen, müssen wir aufpassen, aber das haben wir so nicht definiert im Tradingplan. Daher, ja, hätte ich den Trade auf jeden Fall dann ein bisschen runter oder hätte der ein bisschen gepasst? Ne, okay. Aber es wird der eh keinen Unterschied machen. So, der kann ja sowieso keinen Unterschied machen. Das heißt, der wäre dann so valide. Und das heißt, sobald wir jetzt hier genau nochmal einen fraktalen Punkt brechen, steigen wir natürlich direkt wieder ein. Sobald wir halt rausgestreept werden, steigen wir direkt wieder ein. Und versuchen halt dann sozusagen diese Entladung zu catchen. So, jetzt soll das ja hier bis zum nächsten Liquiditätspunkt passen. Ja, aber dann ist jetzt hier Beginn der Asset Session, damit würde der Trade sozusagen über Nacht laufen. Und schauen wir nochmal,
Hätte sich dann sogar hier noch ein Liquiditätspunkt gebildet, aber ja, wenn so zwei so eine Liquiditätspunkte so nah beieinander sind, wisst ihr, sehen wir das halt als einen Liquiditätspunkt. Das heißt, wir springen jetzt hier erstmal zum nächsten Tag. Sehen jetzt hier, okay. Wurde jetzt hier auf jeden Fall gut geholt. So, und dann starten wir jetzt hier mit dem nächsten Tag. Zeichnen jetzt hier natürlich erstmal alle fraktalen Punkte ein wieder. Jeden Früh. Das Low der erste Session, auch wenn es kein fraktaler Punkt ist, sage ich auch jede Woche ganz wichtig. Und dann hier erstmal das High. Und dann haben wir jetzt hier erstmal alle wichtigen umliegenden fraktalen Punkte, gehen dann auf M5 und warten jetzt hier darauf, dass das gesweept wird, was wir jetzt hier auch direkt haben. Haben jetzt hier auch den zweiten Sweep und haben jetzt hier kurz vor 9 Uhr. Ah, okay. Und damit wäre das Signal jetzt hier vor 9 Uhr gekommen, oder? Ja, es ist die 8.55 Uhr Kerze. Das heißt, da wir erst ab 9 Uhr sozusagen Signale nehmen, wäre 9.05 Uhr erstes Signal. Damit wäre das jetzt hier auf jeden Fall kein Trade, aber wir lassen ihn mal drin, mal schauen, was passiert. Wir hätten wir die alte Regel noch. Aber er hätte uns hier wirklich rausgesweept, okay. Ah, das heißt, wir haben jetzt hier einen weiteren Sweep. Es soll ja nur gut für uns sein. Haben jetzt hier einen weiteren fraktalen Punkt. Auch wenn der hier nicht angezeigt wird, der Indikator backt halt manchmal rum, wenn wir so wirklich so zwei gleich hohe Hochs haben, obwohl das hier eigentlich nicht mal gleich hoch ist. Ja, ich weiß nicht, zeigt das auf irgendwie einfach nicht an, irgendwie hat er damit ein Problem, ich weiß es nicht. Aber dann wäre das jetzt hier auf jeden Fall das nächste Signal. Jetzt hier zum nächsten Liquiditätspunkt würde dann auf jeden Fall passen. Und hoffen wir jetzt mal, dass er jetzt hier endlich mal die Liquidität entlädt. Aber so wie es aussieht, lässt er uns hier weiter warten. Er macht es spannend, okay. So, und das heißt, wir würden jetzt hier einfach wieder den nächsten nehmen, sozusagen er hier. Hier bis ins High. Schauen wir mal, was er jetzt hier macht. Ja, so wie es aussieht, lässt er uns weiter warten. Müssen natürlich schauen, haben wir jetzt hier noch irgendwelche fraktalen Punkte? Ja, ui, okay, wir haben hier noch einige gebildet gehabt. Das heißt, wir hatten auf jeden Fall, okay, die haben wir aber alle nicht gesweept, daher sollten die das jetzt ja, unser Ergebnis eigentlich nicht beeinflusst haben. Wir haben den, ah doch, den hier haben wir gesweept, den haben wir gesweept. Dann hatten wir hier aber direkt noch einen, boah, darum halt immer über den Tag hinweg natürlich H1, beobachten, ob sich neue Punkte bilden. Hier im Backtesting übersieht man sowas natürlich schnell, weil man jetzt hier durchdrückt. Und das sieht jetzt ja auch nicht wirklich danach aus, ob sich jetzt hier irgendwelche fraktalen Punkte gebildet hätten. Aber ja, auf M5 kann man es halt einfach nicht genauso sehen. Darum gehen wir halt auf H1. So, das heißt, wir hätten dann diesen Trade hier. Ja, weil der nächste Liquiditätspunkt, den zu überspringen, wäre halt sehr weit gewesen. Wie gesagt, wir sind halt gegen den Trend unterwegs. Hätten wir jetzt hier, es hätte sich ja wahrscheinlich nur geändert. Ich meine, es hätte nichts am Ergebnis geändert, aber wahrscheinlich hätten wir dann eher hier die 50% genommen. Dann hätte das CAV auch gepasst, aber wir wären halt trotzdem ausgestoppt worden. Daher, wie gesagt, hätte jetzt nichts geändert. Sind auch hier, by the way, mal. Das nervt mich immer, wenn das hier alles so angezeigt wird. Nur die 50% einblenden. So. Wären wir hier auf jeden Fall eingestoppt worden. Und dann gleichzeitig hätten wir dann hier einen fraktalen Punkt gehabt, wo wir auf einen Short hätten warten können. Haben aber keinen zweiten Sweep. Hier haben wir den zweiten Sweep bekommen. Hier den Close. Aber mit dem Close waren wir halt schon hier so gut wie im Liquiditätspunkt. Hätten wir uns bei den 50% ja, platziert, dann wären wir nicht mehr abgeholt worden. Okay. Das heißt, der ist raus. Und haben jetzt hier aber halt wieder noch einen Sweep. Umso besser, umso mehr Sweeps, umso besser. Und würden dann jetzt hier beim nächsten Bruch von dem fraktalen Punkt, das wäre jetzt hier der nächste Punkt, reingehen. Jetzt schauen, okay. Den holen wir jetzt auch. So, bis zum nächsten Liquiditätspunkt wird es nicht passen. Daher wieder die 50%. By the way, ein bisschen Zeit natürlich. Gucken wir mal. Ah, okay.
Also ich hätte die Order schon längst dann rausgenommen, weil das Ziel ist ja nahezu 100% erreicht. Wir hatten auch hier das High, auch wenn das jetzt hier vielleicht kein direkter Liquiditätspunkt war. Ja, aber sind wir hier leider nicht abgeholt worden. Und jetzt ist es hier auch schon 20 Uhr, das heißt Ende unserer Trading Session und wir springen damit zum nächsten Tag. So, natürlich jetzt hier wieder genau das Gleiche. Erstmal hier das High der Asia Session, dann hier das Low der Asia Session. Plus natürlich auch die Liquiditätspunkte in der Asia Session. Haben wir jetzt hier noch den. Dann haben wir jetzt hier erstmal so das rundum Wichtigste. Okay, sweepen direkt nach oben. Haben aber noch nicht den zweiten Sweep. Jetzt haben wir den zweiten Sweep und ein Signal um 9:05 Uhr. Das heißt, das wäre jetzt auf jeden Fall hier in unserer Trading Session. Kurz checken, Aufnahme. Läuft alles perfekt. Okay. Das heißt, hier wären wir reingegangen. Hier bis ins Low. CAV hätte damit nicht gepasst. Wir nehmen die 50%. Wären damit drinne, aber es swippt uns raus. Ja, jetzt entlädt er die Liquidität nach unten, halt bloß ohne uns, weil er uns jetzt hier nicht abgeholt hat. Also, jetzt macht er genau das, was wir die ganze Zeit versucht haben, jetzt hier zu catchen. Aber na gut, so ist es halt manchmal. Kann halt nicht immer alles perfekt laufen, das ist halt Trading. Wer mit so einem ungeregelten Ablauf halt nicht klarkommt, ist im Trading halt definitiv falsch aufgehoben. So, dann versuchen wir jetzt hier halt mal die Shorts zu catchen und hoffen, dass er jetzt hier eventuell ja, den nächsten Short Push bringt und jetzt hier unten sich die ganze Liquidität grabt, die noch hier ist. Aber es kann halt genauso gut noch dauern und er kann erstmal nach hier oben in die Liquidität grabben und neue Positionen aufbauen, bis er die dann halt nach unten entlädt. Das weiß man halt nie. So, dann wäre das aber jetzt hier auf jeden Fall der nächste Trade. Jetzt hier ein bisschen slow. Gönnt er aber nicht, okay. Ja. Wie wir vermutet haben, er rusht jetzt hier erstmal komplett nach oben. Wird uns jetzt hier wahrscheinlich auch noch ein Signal geben. Aber ich gehe nicht davon aus, dass jetzt hier der Turnaround kommt, sondern dass er sich erstmal diese ganze Liquidität jetzt snacken wird. Und ja, dann mal schauen. Das heißt jetzt irgendwo bis hier runter, wenn wir einen Liquiditätspunkt haben. Wir schauen das mal. Ah, na gut, im ersten Moment dachte ich, okay, sieht gar nicht so schlecht aus, aber ne. Ich vermute, das snackt sich jetzt erstmal alles. Es gibt uns jetzt ja auch direkt wieder das nächste, aber das sieht halt schon wieder so verdächtig aus, dass er jetzt hier kurz vor diesem High gedreht ist, kurz vor diesem Liquiditätspunkt hier gedreht ist. Und jetzt demnach hier oben halt einfach Liquidität aufbaut. So. Dann hier jetzt auch irgendwo ins Low. Ich vermute. Ah, okay, sieht gar nicht. Na doch, erholt sich die Liquidität. Damit haben wir jetzt hier aber auch vier Losses in eine Richtung hintereinander kassiert. Damit ist jetzt hier eh erstmal Trading Pause, heißt keine Trades mehr für den Tag. Ist jetzt hier eh 20 Uhr Ende unserer Trading Session. Der war um 17 Uhr, das heißt noch in unserer Trading Session. Aber hier überspringen wir jetzt sozusagen bis sozusagen gestern, Freitag, 7 Uhr. Dann schauen wir mal, haben wir mal alle Liquiditätspunkte rein. Wir haben jetzt einmal den hier oben. Haben wir diesen hässlichen mittendrin, der ist ja wirklich sehr hässlich aus. Dann haben wir hier das Low. So, dann gucken wir mal, was es jetzt hier gibt. Okay, wir haben noch keinen zweiten Sweep. Jetzt haben wir den zweiten Sweep. Aber um 8:55 Uhr außerhalb unserer Trading Session. Müssen den Trade aber trotzdem tracken, damit wir halt wissen, okay, wann könnten wir wieder einsteigen. Ah, by the way, ah, okay, dann könnte uns das,
eventuell doch einen Trade bescheren, auch wenn ich jetzt nicht viel von diesem Trade halte. Weil jetzt hier 8.55 Uhr, natürlich ab da an beginnt unsere Trading-Session. Das heißt, ab da an würden wir natürlich alle Trades nehmen. Ja, und dann sind wir auch ab 9 Uhr sozusagen jetzt hier drin. Okay, wollen wir mal sehen. Das heißt, jetzt wäre mit den 50% 3% bis zum nächsten Liquiditätspunkt. Ach komm, ja. Okay, die gönnt er. Die war noch nötig, jetzt hier nach den 4 Losses. So, das heißt jetzt genau das gleiche in die andere Richtung. Wir haben jetzt hier oben den gesweept. Hier haben wir auch schon sogar die 2 Sweeps. Das heißt, sobald wir jetzt hier einen fraktalen Punkt brechen. Jetzt haben wir einen. Gehen wir hier long rein. Zack, dann wäre das jetzt sozusagen der hier. Okay, schauen wir mal. Ja. Ne, okay. Holt er uns hier raus. Baut aber hier schön Liquidität auf. Ich weiß nicht, wie sieht das jetzt hier aus? Ja, ist jetzt hier auf jeden Fall drüber. Ja, ist jetzt eigentlich auf einer guten Höhe, um eventuell den nächsten Push zu liefern. Das heißt, wir hätten eigentlich den Short Trade um den 3% hier weiterhalten können, sehr wahrscheinlich. Es könnte aber genauso gut sein, dass er jetzt hier nochmal drüber sweept und hier eventuell irgendeine Ineffizienz noch schließen muss. Weiß man halt vor nicht, aber wir machen halt einfach weiter. Ich schaue mir halt bloß immer so sehr gerne noch den Markt rundherum an, um halt auch zu schauen, okay, fallen mir, also beziehungsweise so komme ich immer auf diese ganzen Optimierungen für meine Systeme. Ich schaue mir halt an, okay, in was für einem Bereich sind wir, wo passiert was und studiere den Markt halt einfach so. Also entwickelt man natürlich mit der Zeit ein gewisses Unterbewusstsein, eine gewisse Erfahrung, ja, einfach einen Erfahrungsschatz, sage ich mal, aus dem man halt so viele Systeme bauen kann, halt so viele Ideen hat, so viele Optimierungsmöglichkeiten hat. Und natürlich so einem nie die Ideen rausgehen, seine Systeme zu verbessern. So, das heißt, sobald wir jetzt den nächsten Bruch von dem fraktalen Punkt bekommen. Ah, da müssen wir genau sein. Das war, glaube ich, einer. Oder? Ja, also der war drüber. So, jemand Unehrliches oder jemand, der jetzt halt will, dass sein System gut performt, würde jetzt sagen, ja, den hätte ich nicht genommen. Nie im Leben hätte ich den genommen. Und hätte den jetzt hier nicht reingehen oder hätte es bewusst aus Versehen übersehen, aber nein. So kriegt man natürlich keine verwertbaren Backtesting-Daten. Das heißt, den Loss hätten wir mitgenommen. Der hätte uns hier schön auf den Arm genommen. Aber dann hätten wir jetzt hier auf jeden Fall den nächsten Trade. Hier, um genau zu sein, müssen wir auch gucken. Wenn wir jetzt hier schauen, ja, der hier war auf jeden Fall schon drüber. Das heißt, hier werden wir rein. Stop hier uns. Low natürlich. Und das wäre um 16.55 Uhr gewesen am Freitag. Ah, gut, vor 17 Uhr. Gucken mal, wo ist der nächste Liquiditätspunkt? Das ist hier auf jeden Fall eine Ineffizienz. Wir schauen dann immer so ab 18 Uhr am Freitag, beziehungsweise so 17, 18 Uhr nehmen, wollen wir eigentlich keine Trades mehr nehmen, weil es sich halt einfach nicht mehr lohnt. Markt ist halt nicht mehr lange offen und übers Wochenende halten wir keine Trades. Und das heißt, wir schließen dann eigentlich schon ab 18 Uhr, sobald wir halt ein Gegensignal bekommen, ein deutliches Gegensignal, schon den Trade. Das ist hier aber, der war jetzt vor 17 Uhr, das heißt, wir nehmen ihn mal. Wäre jetzt ja noch bis zum nächsten Liquiditätspunkt 2,1. Kann natürlich jetzt hier auch einmal vollkommen in den Loss rauschen, aber mal sehen. Okay, er pusht jetzt hier. Jetzt ist es hier 18 Uhr. Also das heißt, sobald wir jetzt hier irgendwie ein Gegensignal bekommen, also sprich ein fraktaler Punkt nach unten gebrochen wird, würden wir den jetzt hier zumachen. Und spätestens dann, ja, kurz nach 20 Uhr. Aber das hier, sind wir schon 20 Uhr? Ja, 20:05 Uhr. Okay. Also hier war ja nirgendwo jetzt hier, stand es ja außer Frage, dass wir irgendwo jetzt ja den Trade hätten zumachen können, weil hier wurde ja nicht mal ein fraktaler Punkt mit dem Docht oder sowas getriggert. Also ja, eine Katze nach der anderen für uns gelaufen. Ja, und dann jetzt hier auch, ja gut, 20:10 Uhr in den Take Profit. Okay, also das war ja dann nochmal ein geiler Trade. Hier zum Wochenende hin. Und damit war das die ganze Woche. Ja. Dann würde ich jetzt nämlich die ganze Woche halt bei uns in die Tabelle dokumentieren, jetzt sozusagen die dritte KW, und dann würden wir uns jetzt hier gleich das Wochenende geben, dann schon bloß das dann erst nach dem Mittag. Ich gehe jetzt erstmal ins Gym.
So, ich habe jetzt alle Trades hier dokumentiert. Ihr könnt ja auch nochmal alle sehen. Montag war, ja hier, das war der Montag. Genau, also waren einige Trades die Woche. Und wenn wir uns jetzt einfach mal das Ergebnis anschauen, ja, also seht ihr schon hier weit über 10 Trades, was so eigentlich unser Schnitt ist pro Woche. Ja, wir kommen jetzt hier auf ein Ergebnis die Woche von -2,92%, ist -3%. Ja, was ja auch jetzt kurz oder lang wieder zu erwarten war, wenn man sich jetzt wieder die letzten Wochen anschaut, 5% lagen wir über dem Schnitt, weil unser Schnitt liegt ja bei 4, irgendwas Prozent, also bei fast 5%, dann die Woche davor 10%, die Woche hier 4,5% nach halt, ja, drei solchen Wochen, vor allem nach so einer starken Woche, wo wir ja fast das Doppelte über dem Durchschnitt liegen, ist auch klar, dass man wieder eine Woche kommt, die deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Ist ja das, was ich immer wieder sage im Trading, dass ihr einfach keine, oder wer im Trading konstante Ergebnisse erwartet und die irgendwie haben möchte, der ist im Trading halt einfach falsch aufgehoben. Der sollte halt eher, ja, keine Ahnung, in einen Angestelltenjob gehen, wo man ein geregeltes Einkommen hat, aber das wird man halt im Trading einfach nie erzielen, dass man halt immer im Schnitt liegt. Beziehungsweise, dass man halt immer kontinuierlich in etwa das Gleiche raus hat. So, meiner Erfahrung nach, man liegt über, klar, liegt man auch mal eine Zeit im Schnitt, aber meist halt immer komplett über dem Schnitt oder auch dann sehr oft teilweise komplett unter dem Schnitt, dass man halt sagt, ja, man kennt ja von unserem System, 3 Wochen ist halt, ja, sehr mühsam, sehr zäh. Und man fragt sich dann halt eigentlich, ja, wofür mache ich das eigentlich? Und dann kommt aber dann die 4. Woche, die dann, ja, keine Ahnung, wo wir dann weit über 10% haben, 14, 15%, und damit halt den Shit wieder hochziehen. So, jetzt übertrieben gesprochen. Also, so oft kommt das ja jetzt natürlich auch nicht vor. Unser System ist schon sehr, sehr konstant. Auch wenn wir halt nicht wie diese ganzen Möchtegans, keine Ahnung, mit ihren pro Woche 100% glänzen können, sondern bei uns sind es halt 3, 4, 5, 6% pro Woche und teilweise halt auch mal solche Wochen. Aber ja, wem das halt nicht passt, der muss das System ja nicht traden. So, aber das System funktioniert jetzt seit, ja, über einem Jahr, können wir jetzt sagen, und das mehr als erfolgreich. Die Ergebnisse sprechen klar für sich. Und ja, mehr gibt es jetzt hier zu der Woche eigentlich dann erstmal nicht zu sagen. So, wenn dazu irgendwelche Fragen sind, ihr wisst ja, unser Telegram-Account, wo ihr uns Fragen stellen könnt, ist in der Beschreibung verlinkt. Einfach auf den Link klicken, beziehungsweise uns einfach, da seht ihr auch unseren Namen, bei Telegram suchen, einfach uns anschreiben, auch wenn ihr erstmal noch keine Frage habt. Gerne einfach erstmal kontaktieren, dass ihr uns als Kontakt habt, und dann könnt ihr jederzeit, wenn ihr irgendwas habt, auf uns zukommen. Und genau, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall, je nachdem, wenn ihr das Video seht, noch ja, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, und wir hören uns dann spätestens im nächsten Video.